Hey, Tanner, sprich mit mir. Ach, ich habe aber nichts zu sagen. Müll, was immer da gerade eben passiert ist, macht dich irre. Und wenn es dich irre macht mit dem ganzen Voodoo-Mist, der bei dir abgeht, dann werde ich selbst auch irre, Mann. Und wenn ich spinne, Jones? Wenn das alles nur in meinem Kopf ist? Bitte, hast du keine anderen Sorgen? Guck doch mal, der Unterschied zwischen dir irre oder klar ist, dass du etwas schneller fährst als sonst. Jetzt komm, wir müssen eine Festnahme machen. Gut. Dann los. Der Boss sagt, wir sollen gegenüber parken. Warum? Dann müssen wir doch über die Straße gehen. Noch eine große Einzahlung oder Auszahlung oder sowas. Die Front muss frei bleiben. Warum den Ablauf ändern? Das ist doch komisch. Das kommt von ganz oben. Denkst du etwa, ich lüge? Wie viel Geld haben wir noch mal dabei? So viel wie jede Woche, Luis. Ja, aber wie viel war das? Ich hab's vergessen. 15 Mio. Das würden viele Leute gerne in die Finger kriegen. Was glaubst du wohl, warum wir das in einem Panzerwagen rumkutschieren? Können wir nicht schneller machen? Nadine kastriert mich, wenn ich wieder zu spät zum Essen komme. Du stehst ja ganz schön unter ihrer Fuchtel. Gebeten worden, woanders zu parken? Herrje, Luis, das sind vielleicht 100 Meter mehr. Wir sollen ja schließlich nicht in Auckland parken. Da ist er. Einparken konnte ich mal besser. Stimmt schon. Oh, gut. Ich muss diesen Van irgendwie beschützen.
Dieser Job ist so smart. Schau dir diese kranken Spinne an. Zum Glück hast du mich, um dich zu leiten. Ganz genau. Schnell, schnell! Tolle Knast-Tattoos. Schon mal drin gewesen?
Panzerwagen hat kaum eine Schramme. Einsatzleitung, hier sind Levin und Dyson. Was haben wir damit zu tun? Ignorieren Sie ihn, Einsatzleitung. Sie sind dran. Alle Einheiten. Am South Court Showroom gab es einen Einbruch. 4 Oldtimer, die am Abend zur Auktion kommen sollten, wurden gestohlen. Einsatzleitung, hier sind Levin und Dyson. Was haben wir damit zu tun? War eine Wohltätigkeitsveranstaltung der Polizei. Ignorieren Sie ihn, Einsatzleitung. Sind dran. Wofür hast du uns gerade angemeldet, Herr? Mann, Junge, ein wohltätiger Zweck. Guck mal auf die Karte, wir sind überhaupt nicht in der Nähe. Gutes Argument. Okay, das werden andere erledigen. Was tue ich noch hier? Wenn ich bald wieder meine Augen auf der Stadt habe, finde ich diesen Oldtimer nie. Mit dem Auto gemacht. Es ist ja quasi schon tot. Ich, Alter? Guck mal in den Spiegel, Mann. Ich hab doch gesagt, bring uns direkt auf den 101. Aber du musst dir erstmal richtig Gas geben. Runter, Mann! Komm runter! Oh, komm! Einer eingetötet. Ein einsamer Dieb hier drin. Sorry, Kumpel. Meine Mission ist würdiger als deine. Hey, hey! Zeit läuft. Oh, ja! Sind zwei meiner 4 guten Taten heute. Hey, wer sind die Typen? Die Typen? Mann, reiß dich zusammen, Marcel. Halt an. Sorry, man. Ich hab andere Pläne. Ich helfe Raoul. Hey, komm. Gib den Typen die Karre. Wir haben uns dafür bezahlt. Verdammt, ich muss das Auto ganz lassen. Ich weiß! Reiß dich zusammen, John. Wenn ich die Autos nicht bald in die Polizeitransporter bringe, sind sie nie rechtzeitig zur Auktion zurück. Bleibt, bringt es uns gar nichts. Oh, jetzt verstehe ich. Nein, wir haben es von der Auktion geklaut und verkauft es an jemand anderes. Liefere noch einen Oldtimer und die Welt ist ein Stück besser.
die Post. Ja! Ja, wer hat gesagt, dass Wohltätigkeit keinen Spaß macht? Ich bin die Rennen nicht wirklich gefahren. Okay, Ion, ist sowieso egal. Wir haben keine Wahl mehr. Wir fahren die Rennen jetzt für Jericho. Nein, nein, nein! Zu solchen Leuten sagt man nicht einfach nein, außer du willst so enden wie dieser Typ Krug. Ich sehe 2 Minuten nicht hin und schon macht ihr Jungs einen Deal mit Jericho? Wir Jungs? Ion, wenn du einen Ausweg weißt, sag ihn mir. Jericho kontrolliert alle Rennen der Stadt. Wir haben keine andere Wahl. Verdammt. Dreihändig. War ein Scherz, ein Scherz. Oder was? Wo sind wir? Nicht vorne. Super tolle Landung. So sieht's aus. Komm durch. Sieh dir das an, mit nur einer Hand. Prima. Spitze, Jun. Bitte? Nummer 1. Dein Japanisch war auch schon mal besser, Bruder. Achtung, wir kommen! Aus dem Weg! Guter Junge! Ich dachte, der Sprung geht übel aus. Etwas Vertrauen, bitte. Wir sind immer noch dabei. Ja, zwar genau in der Mitte. Gedriftet. Tja, deswegen sind wir doch da, nicht? Deswegen und wegen des Sieges. Gewinner! Wir führen bloß, Junge. Gewinner! Wäre leichter, wenn keine anderen Autos da wären. Stimmt. Komm schon! Nein, 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 nein! Ach, das war nicht geplant. Im Ernst, hättest du das nicht vermeiden können? Wäre da nicht Jericho in deinem Nacken, dann würde ich dich deinem Schicksal überlassen. Ich bin dir sehr dankbar für die Hilfe. Was meinst du? Weißt du, wer ich bin? Meinen eigenen Bruder erkenne ich schon, Jun. Endspurt, Jun. Zeigen wir Jericho, dass wir keine Angst haben. Indem wir verzweifelt versuchen zu gewinnen, damit er uns nichts tut? Ganz genau. Mini-Kratzer. Kein Grund zur Sorge. Cool. Geschafft! Der Sieg wird Jericho freuen. Ob er uns wohl gehen lassen wird? Ayumu, du musst es begreifen. Jericho ist ein Gangster, ein Mörder. Nehmt euer Geld und verschwindet. Ja.
doch keinen Truck für den Job. Warum sollte ich dann einen mitbringen? Du bist der verdammte Köder-Idiot. Viel Glück mit den Bullen. Foghorn, dich werde ich mir holen. Mann, keiner verarscht Baba Dabja. Sorry, Mama, aber das Geld teile ich lieber nur durch ein. Ist, glaube ich, unteilbar. Ich werde dir die ganze Meute auf den Hals jagen. Und dann werde ich dich persönlich stoppen. Gib alles, Mama. Auf keinen Fall schaffst du es, in dem Fall an den Bullen vorbei bis zu mir. Bis dann, Lutscher. Du musst die Cops auf die richtige Spur bringen und diesen Proleten verknacken. Mit wem redest du, Baba? Betest du zu Gott? Foghorn, ich sehe dich! Verdammt, Baba, ich wusste, du machst Ärger! Einfältiger, verrückter Sohn einer Ziege! Na, gefällt dir das besser? Hä? Das Ding ist zwar wie ein Panzer gebaut, aber viel mehr verkraftet es. Du hältst dich wirklich nicht schlecht. Jetzt wird dieser hinterhältige Dieb vernichtet. Das muss jetzt zum Ende kommen. Spürst du schon, wie sich's... Kopf irgendwie die Baba noch mit? Mann, auch so ein großer Laster kann nicht ewig einstecken. Die ganzen Unfälle haben wohl was gelockert. Viel Spaß im Knast. Schnallst dich lieber an. Na endlich! Voll cool, Mann. Das geht ab. Dieses Ding ist zwar wie ein Panzer gebaut, aber viel mehr verkraftet es nicht. Du hältst dich wirklich nicht schlecht. Vor allem für ein Weißbrot. Geht's uns denn heute? Verglichen mit der Demokratischen Republik Kongo ist in Amerika jeder Tag ein Kindergeburtstag. Der Firma wird das nicht gefallen. Lager haben sie noch reichlich stehen. Viva, mein Freund. Viva! Wenn ich meine Green Card kriege, sind alle Probleme gelöst. Keine Green Card? Nein. Okay, Mama. Wenn du kämpfen willst, dann komm. Ach Mann, auch so ein großer Laster kann nicht ewig einstecken.
die Beute, wenn du damit aufhörst. Du bist ein Schwachkopf. Du bringst uns beide in den Knast. Das war der Plan. Ach, dieses Ding ist zwar wie ein Panzer gebaut, aber viel mehr Verdammt, Baba, wie ist es dazu gekommen? Wir beide sind hinterhältige, fiese Möchtegerns mit weniger Verstand als ein Brathähnchen. So ist es dazu gekommen. Gibt's was zu Odell? Mann! Wir sollten dir eine Glocke um den Hals hängen oder so. Sorry. Odell? Hat einen Job. Sollen wir ihn aufstöbern? Ja, er muss doch Karriere machen. Sei clever. Zieh's ganz sauber durch. Hab ich vor. Denk dran, bleib schön cool bei Odell. Wenn er so endet wie Carl Krug, also gegrillt, ist das deine Schuld. Also kein Druck. Glaubst du, diese Layla wird wieder auftauchen? Wenn Jericho etwas Wichtiges zu erledigen hat, ruft er sie an. Kannst du mir sagen, auf was du wartest? Gar nicht. Dann los. Tja, das hat nicht lange gedauert. Die lassen mich nie in Ruhe. Hängen sie erstmal ab, dann werde ich dir sagen, wohin es geht. Ich bin übrigens auch der. Du bist ein Mädchen, Asashi Orden. Schön, dich kennenzulernen. Fahr einfach weiter. Was steht heute auf der Agenda? Der Agenda. Jericho. Das ist unsere Sache. Wie konnten die Cops uns finden? Sehr relevant. Hör mal, wenn es etwas gibt, das ich wissen muss. Okay. Du brauchst nicht mehr zu wissen, als du schon weißt. Ist das klar? Klar. Weiter so. Ja, sie fallen zurück. Cops? Ja. Ziemlich weit hinten. Und jetzt? Bring mich zum Industriepark südlich von hier. Wohin fahren? Ach ja, hast du einen Zauberstab? Nein, ich wollte nur... Noch ein Wort, Odell. Nur noch eins. Du musst mir sagen, woher die Cops wissen, wo sie dich finden. Muss ich nicht. Willst du mich beeindrucken, Odell? Tja, hattest recht. Die Fans sind auch hier. Das war klar. Bring mich da durch, egal wie. Wie soll ich? Tu es einfach. Angst? Ich sitze drin. Mehr musst du nicht wissen. Wenn wir da sind, immer wie hinwollen, kann ich dann wenigstens... Bring mich zur Scheune in den Lower Slopes und dann wirst du mich nie wiedersehen. Also nein, es gibt nichts, was du noch tun kannst. Einer ist weg. Komm, halten wir an und trinken was. Sorry. Solange es uns nicht bremst, ist es mir egal. Im Ernst? Wir ankommen. Hast du jemals einen Patienten auf der Intensivstation gesehen? Überall Schläuche und Kabel. Aber vor allem die Augen. Weißt du, was die Augen sagen? Was? Sie sagen, ich wünschte, ich hätte weniger dumme Fragen gestellt. Sagst du Jericho, dass es gut war, wenn wir ankommen? Bis ich da bin, wo ich hin muss, warst du gar nichts. Weiter. Deine Fahrkünste interessieren mich, Odell. Bring mich einfach an mein Ziel. So, dürfte ich vielleicht wissen, wo du herkommst? Nein. Verstanden. Festhalten!
Gut. Ja, wir nehmen sie ab. Soll ich eine Party schmeißen? Bist du? Ja. Immer noch dein Bestes. Ja. Ne? Dann streng dich mal an. Noch ein. Glaubst du, das ist ein Spiel? Kein Stress. Das hoffe ich, weil ich dich mag, Ordell. Ich will, dass man dir wehtut. Wie viele sind das dahin? Genug. Jetzt? Ist für dich. Hallo? Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Ordell, aber weiter so. Es kommt ein Auftrag. Etwas Großes. Scheitern ist keine Option. Verstehst du? Klar, ich verstehe. Ordell hat's wohl geschafft. Und ich werde dafür sorgen, dass ich immer schön mitfahre. Jetzt kommen wir endlich vorwärts. Ordell hat Jerichos Terrorplan fast schon in Sichtweite und es gibt ein neues Gesicht in der Stadt. Und dieser große Auftrag, von dem Layla sprach, anscheinend zahlt sich die harte Arbeit doch endlich aus. Bisher bei Driver San Francisco. Und wenn ich doch spinne, Jones? Wenn das alles nur in meinem Kopf ist? Wenn Jericho das auch kann? Die Welt sehen, wie ich sie sehe. In Leute schiften, sie kontrollieren. Wie zum Teufel soll ich ihn dann aufhalten? Ordell Williams fährt für Jerichos Crew. Den gehe ich mal besuchen. Sehr tiefe Undercover. Ja. Sie ist eine Auftragsmörderin. Sie hat in Afrika gelernt. Egal welcher dreckige Krieg, welche Seite, das Mädchen weiß, wie man Geld verdient. Es kommt ein Auftrag, etwas Großes. Scheitern ist keine Option, verstehst du? Sieht aus, als würde Ordell sich bewegen. Verstanden, Zentrale. Ordell hat wohl neue Befehle. Was könnte es jetzt sein? Ich rate mal, Zeit für den Detective Tanner-Trick. Vorsicht, John. Dieses Mal ist es nicht nur dein Hals. Es geht auch um Ordell. Layla ist bei Ordell. Ich weiß es. Was machen wir also? Wir rufen Verstärkung und setzen eine Straßensperre auf der Marin Ridge. Und du wirst sie einfach beide da reinfahren? Ja. Ich werde sehen, was ich über Jericho herausfinden kann. Danach fahre ich Ordell und die schöne Attentäterin direkt in die Arme des Gesetzes. Hey, sei vorsichtig. Hörst du? Heute musst du dein Bestes geben. Was ist denn los? Jericho hat ein Problem, das er lösen muss. Bring mich zum Ziel und ich löse es. Langsam machst du mich echt sauer. Wir sind nah dran. Bleib wachsam. Langsamer. Wir sollten das Ziel jetzt bald sehen können. Der gelbe Dodge. Vor uns. Bleib dran, aber nicht so offensichtlich. Das ist mein Auto. Was? Das ist der Bulle, der uns immer in die Quere kommt. Dann folgen wir ihm zum Ziel? Er ist das Ziel.
Bleib dran. Warte auf mein Zeichen und dann mach ihn fertig. Verlier ihn und ich schlitz dich auf. Okay. Ich habe schon zwei Autos zu steuern. Ich brauche wirklich nicht noch eins. Mach so weiter und du landest im Krankenhaus. So oder so. Ah, okay. Das ist neu. Führen wir sie jetzt zu den Cops. Hoffentlich hat das Jones schon gemeldet. Verdammt, er hat uns. Er weiß sicher, dass wir hier sind. Bleib an ihm dran. Wohin zum Teufel führt er uns? Festhalten! Konzentrier dich. Will der uns irgendwo hinführen? Ich glaube, der hat nur Panik. Fahr näher ran. Ich tue, was ich kann. Ach ja? Warum glaube ich dir nicht? Leicht zu verfolgen. Und woher weißt du das bitte? Du kennst John Tanner nicht? Der Typ ist eine Legende. Du bist echt auf dünnem Eis. Ach, du weißt nicht mal die Hälfte. Ich bin's. Ich bin bei Odell. Er ist irgendwie nicht er selbst. Ich werd's ihm sagen. Was sagst du mir? Dein Partner da oben erwartet eine böse Überraschung. Wenn du hier bist, wer ist dann in deinem Körper? Tja, niemand. Oh Gott, du meinst Jericho? Lehn dich zurück und genieß die Show. Nicht viele Leute sehen sich selbst sterben. Im Auto ist mehr als ein Cocktailer. Vielleicht, Jones. Ausbauen. Hallo, Tanner. Schön, dass du kommen konntest. Fühlt sich komisch an, was? Wenn ein anderer am Steuer sitzt. Ich weiß das mit der Bombe. Du bist ein Schwein. Ich wusste nicht, dass du ein Terrorist bist. Du verstehst es einfach nicht. Du schaust auf die Stadt, wenn du nur auf dich achten solltest. Ich sehe dich in der Hölle, Tanner. Was ist hier los, verdammt? Halt dich einfach fest! Was ist denn gerade passiert? Sorry, Partner. Ich musste dich kurz ausborgen. Was? Oh, ich fühle mich missbraucht. Vertrau mir. Sei froh, dass du überhaupt noch was fühlst. Mann, konzentrier dich, verdammt. Odell ist aufgeflogen, vielleicht tot. Jericho ist mir auf der Spur und ich bin ihm immer noch keinen Schritt näher. Was geht hier eigentlich ab? Als würde ich etwas übersehen. Und zwar etwas Großes.